Einen guten Morgen. Heute ist Part 3 meiner Redemption Tour und diesmal führt mich der Weg nach Loma und ich treffe mich dort mit dem Frank Holzen. Heute geht es nicht um Fahrtechnik, heute wird wirklich Tour gefahren. Ich bin sehr gespannt, was der Frank für Trails so auf Lager hat. Ich denke mal, vielleicht einen kleinen Teil könnte ich kennen, weil ich in Loma schon mal gewesen bin. Aber ich lasse mich da überraschen. Er meint auf jeden Fall, heute gibt es ein kleines Schmankerl mit ein paar sehr steilen Abfahrten. Für alle, die heute das erste Mal auf meinem Channel sind, was hat es auf sich mit meiner Redemption Tour? Ich verlinke euch das mal oben in meine Infobox. Da geht es dann zu einem Video, wo alles drinsteht, was es so mit meiner Redemption Tour auf sich hat. Ja, und ich würde sagen, ich lasse mich mal überraschen, was der Frank da an Tour ausgegraben hat und wir sehen uns dann nachher beim Frank. Ciao, ciao. So, das ist der Frank. Hi Frank, grüß dich. Morgen, grüß dich. Muss man das so runtergucken? Ja, du musst so, ja genau, warte. Ich kann mich auch hier hinstellen. So, ja, so, das ist perfekt. Das ist der Frank. So, mit dem geht's gleich auf die Trails. Und hier haben wir die Sandy. Die Sandy. Hi. Hier haben wir den Olaf. Den Olaf. Da auch auf die Knie. Und? Okay, ja, dann lasst mal starten, wa? So, jetzt geht es hier über eine schmale Holzbrücke mit ordentlich Grip. So, noch ist es trocken, Leute. Aber von oben haben wir ein bisschen Nieselregen. Boden sieht schön griffig aus. Die Jungs hier haben eine Menge Spaß beim Biken. Ja, dann lassen wir mal laufen. So Leute, auf geht's ins Naftbachtal. Wir fahren jetzt den Trail Mambo Number 9. Vor mir fährt der Frank. Ja, wunderbar, schöner griffiger Boden. So, jetzt wird's steil. Tief ins Rad rein. Ui, eine schöne Steilabfahrt. Jungs, das macht Spaß. So ist das geil. Sehr wuchzelig. So, ab. Ja, sehr schön. Ja, wunderbar, sehr schön. So, hier auch wieder sehr wurzelig, ein bisschen steiler, aber alles noch okay. So, da sind auch die anderen wieder. Jo, sehr schön. Jetzt kommt Tom. So, das Springen ist natürlich nicht meins. Meins auch noch nicht. Und das ist dann die nächste Lektion. Und vor mir wieder der Frank. Auf geht's, kleine Steilabfahrt. Man muss sich die Trails hier echt mühselig erarbeiten. Und wenn man sich so umschaut, hat der Sturm auch ganz schön gewütet. Und auch waren heftige Waldarbeiten.
Aber wir Mountainbiker machen ja alles kaputt. Jo. Ja, ja. Pain and pleasure. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen und er kämpft sich den Weg nach oben. Oh Mann. Puh. Kondition war auch besser. Jetzt geht's auf den Sportplatz-Trail. Die Diskussion ist entbrannt, welche Line, welche nicht. So, Sportplatz-Trail und vor mir fährt der Fabian. Okay. Der Junge ist mal schnell. Kennt den Trail. Oh, mit dem 800er Lenker hier durchzirkeln. So, jetzt wird es hier steil. Und wir fahren jetzt die Line hier. Weil die erste haben wir verkackt. Oh, hier wird es wieder schmal. Steil, wurzelig. So. Wow, hier geht es dann echt runter. Tief ins Bike. Ah, rechts ein schöner Abgrund. Wunderbar. So, wo geht's denn hier lang? Ah, da geht's lang. So, holla die Waldfee, Junge, Junge. Jo, unten angekommen. Ich bin da wohl die Chicken Line gefahren. Hier gibt es wohl noch eine andere. Schaut mal, Leute. Die teilt sich halt, ne? Ja, und ich habe einen falschen Abzweig erwischt. Du kannst drei Stück fahren. Ja, da, einmal da. Einmal ganz steile, wo Tom jetzt kommt. Ja. Dann die mittlere, wo ich lang gekommen bin. Ja. Und die du gefahren bist. Ja. So, kleine Pause. Nach gefühlt einem halben Tag berghochstrampeln. Wohlverdiente Pause. Dauert aber noch. Fünf Minütchen, dann sind wir da. Ja, ich muss mich wieder warm machen. Ja, wir sollen ja nicht den Einstieg nennen. Also, genau. Ja. Also wir fahren wieder Richtung der ganze Berg wieder, ne? So. So, wir fahren jetzt hier den Trail. Der geht jetzt hier von 250 Meter runter bis an die Sülz. Den Namen geben wir hier nicht bekannt. Müsste eigentlich jeder wissen, wenn er die Bilder sieht, wo wir uns befinden. Bitte auch nicht weiter großartig vom Namen her nennen. Also, Leute, auch nicht in die Kommentare reinschreiben. Der Trail-Einstieg soll halt eben geheim bleiben, mit die Locals hier noch lange viel Spaß haben. So, vor mir ist der Frank. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Da ist schon direkt der erste Abflug. Ja. Oh, der war gut. Alles okay? Ja, aber ich frage mich gerade, was das war. So, okay. So, feiner Nadelwaldboden, trocken, sehr schön. Ja, so nach und nach ist er durchgefräst.
Irgendwann ist er durchgefräst. Ja, wenn man den Bunny auch kennt. Ja, genau. Dann könnte ich gleich noch einen bauen. Oh, ist frei. Ja, hier sind durch den Sturm doch einige Bäume umgefallen. Und nehmen so ein ganz bisschen, ganz klein wenig den Floh raus. So, jetzt nochmal zurück zu meinem Lenker. Der ProTappert Answer in 810. Ja, fährt sich unauffällig gut. Durch die Breite hat man eine sehr schöne Kontrolle über das Bike. Er flext auch nicht so viel. Ja, er ist knackfrei und ja, viel mehr gibt es dazu auch schon nicht mehr zu sagen. So, etwas wurzelig, aber schön. Ah, um im Pedal hängen geblieben. Na, sehr gut. So, ach, wieder Laub. Das ist ja so gar nicht meins. So, nach gefühlt einer Stunde berghoch schieben, kommt dann mal eine Zwischenstation, wo wir Pause machen. So, jetzt geht's auf den Limbach Trail 2. Und vor mir wieder der Frank. Ja, dann schauen wir mal. Ja, jetzt haben wir erstmal eine Tretpassage vor uns. So, Sattel runter. So, kräftemäßig und konditionell bin ich schon ein bisschen durch. Aber okay, dann lassen wir mal laufen. So, und für alle, die das erste Mal mein Video anschauen und sich fragen, was es denn mit der Redemption Tour auf sich hat, kann ich nur sagen, ich werde das in meinem Video oben verlinken und schaut euch das an. Ups! Ah. Och, und berghoch. Pain and pleasure. So. Wie geht's? Ja. So, du hast eine gute Geschwindigkeit drauf. Dann klemme ich mich jetzt mal hinter dich. Und? Hat klappt? Oh, ich denke, das war. Weiß ich nicht, ob ich gesprungen bin. Keine Ahnung. Bisschen. Doch, man, du hebst ja zwangsläufig. Ja. Und der kommt dann hier im Manual runter. Na, wie geil ist das denn? Ey? So. Ja, Frank vor mir. Wunderbar, sehr schön.
Ja. Da runter, ja. Also weg hey, schön. Ja. Das ist ja ein Drop. Ja, sehr schön, ja. Ja, geil. Nice. So, schöne kleine schmale Brücke. Da passen die Lenker so gerade eben durch. Nice. Bis jetzt sehr schöne Tour. Sehr nette Truppe. So, auf geht's. Zum wohlverdienten Afterride-Bier. Afterride-Bier finde ich gut. Afterlife, finde ich gut. Ja. Ja. Wir haben zusammengestellt, damit das normalerweise trinken wir ja Milch. So Leute, es war eine wunderbare Tour mit guten 40 Kilometern und 600 Höhenmetern. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich freue mich immer über einen Daumen hoch. Ja, oder über ein paar nette Kommentare. Und ja, wir sehen uns bei meiner nächsten Redemption-Tour.